Markus, das Wort ist dir. Wir sind ja vorhin short im Austral-Dollar, US-Dollar eingegangen. Das ist immer das gleiche Spiel, was wir hier machen. Es war ein Trade im mittleren Trend, in der mittleren Trendgröße. Charles Dow sprach ja von drei verschiedenen Trendgrößen, groß, mittel und klein. Hier ist es der mittlere Trend. Hier oben die roten Pfeile zeigen uns genau die Situation an, die wir suchen. So ist das Add-on auch programmiert. Das ist das Angenehme danach. Ich muss nur in der Liste suchen, wo ein Signal auftaucht. Ist eins da, ist gut. Ist keins da, habe ich Pause. Darf also nichts machen. Ist natürlich auch ein Stück weit Disziplin, was man hier machen muss und zwangsläufig machen muss. Fakt ist aber, wir sind hier oben eingestiegen. Es war genau unsere Situation. Wieder mal ein gültiger Trend, weit in der Korrektur. Das ist die Akkumulationsphase und das ist ja genau die Schwierigkeit, warum da viele noch nicht einsteigen, weil sie sehen, Mensch, ist doch noch alles grün und der Markt ist doch Aufwärtstrend. Das ist ja genau das, von dem Charles Dow gesprochen hat. Nur erfahrene Händler, die ihrem Setup vertrauen, steigen dort ein. Das ist die Akkumulationsphase. In dem Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung, solange der Trend noch jung genug ist, auch größer ist als ein Trendbruch. Natürlich immer in dem Wissen, dass es kein 100% Setup gibt. Gäbe es ein solches, hätten wir keine Börse mehr, weil schon irgendjemand es erfunden hätte und schon alles Geld der Welt hätte. Fakt ist, wir sind hier eingestiegen, rigoros, ohne drüber nachzudenken, Regeln eingehalten, erstes Target hier bereits erreicht, das zweite Target liegt hier an dem Punkt 2. Und wir werden mal sehen, ob wir es denn noch erreichen werden. Es gibt auch noch genügend andere Trades, die ich gerade hier auch noch am Laufen habe. Zum Beispiel den Euro zum britischen Pfund. Der läuft in der Stunde. Da bin ich auch schon längere Zeit drin, schon seit 31. August. Der lief erst noch ein Stück weit gegen mich. Das ist hier der große Trend. Der Stop-Loss liegt hier klar unter dem Punkt 3, unter der Korrekturzone. Und so langsam hat er sich wieder nach oben gearbeitet. Da kamen sogar am 12. September nochmal neue Signale, sodass man einsteigen konnte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier hochlaufen, ist im Augenblick auf jeden Fall größer, als dass der Trend bricht. Aber er kann natürlich sich auch die Korrektur nochmal ausdehnen. Ist auch kein Problem. Es ist, wie es ist. Ich greife da auch nicht ein, so wie der Mischer gerade gesagt hat. Wir greifen da nicht ein. Wir haben unser Setup, wir haben unser Vertrauen in dieses Setup. Und das sollte dann auch im Großen und Ganzen so funktionieren. Danke. Danke, danke Markus. Ich will kurz fragen, auf das Setup bezogen jetzt. Ne? Du bist da schon früher reingegangen in den Euro-Britisch Pfund, um den großen Trend zu handeln. Auch im Sinne der möglichen Pyramide bist du jetzt trotzdem bei den neuen Signalen nicht reingegangen. Das heißt, du hast die Size jetzt nicht vergrößert, hättest es aber tun können. Ist das so eine Grundregel, wo du sagst, du gehst mit einem festen R rein, das bist du bereit zu riskieren. Und auch wenn es jetzt gut aussieht, dass er nach oben gehen könnte, bis zu deinem eigentlichen Target, dass du da sozusagen nochmal die Size ein Stück weit hochfährst, also da mehr riskierst, als eigentlich geplant ist? Nein, entweder ich habe meine Regeln, ich habe keine Regel. Ich pyramidisiere grundsätzlich nicht. Ah, ja, okay. Entweder ich hab in der Regel 0,5 bis 1% Risk pro Trade. Und entweder der kommt oder er kommt nicht. Ich sehe keinen Grund und keine Begründung, warum ich pyramidisieren sollte. Wenn der Trade läuft, dann läuft er. Ich weiß, dass es viele Händler gibt, die pyramidisieren. Es gibt aber auch viele Erfahrene, die sagen, nee, mache ich nicht. Entweder das Ding läuft. Ich brauche nicht pyramidisieren, ich teile die Position auf in drei Teilpositionen, dann in Gewinn. Aha, genau. Ja, und irgendwann, man darf ja nicht vergessen, irgendwann wird der Trend ja auch reif. Dann brauche ich auch nicht mehr pyramidisieren, weil irgendwann bricht der. Und außerdem ist es viel zu kompliziert und dann wieder zu pyramidisieren, dann brauchst du wieder neues Risk, was ich einplanen muss, dann muss ich wieder, alles ist mir viel zu kompliziert. Genau, aber es gibt auch, da muss man sagen, aus der Praxis mal ein Stück weit anreißen, es gibt ja viele Trader, die eine relativ oszillierende Equity-Kurve haben, ja, und dann gibt es so die, ich sag's mal, in gewissen Perioden die Trades, wo dann das Gefühl, die Emotion auch vom Trader so gut ist, dass man sagt, das sind so die Runner und dann wird positiv pyramidisiert und das sind die einzelnen Ausschläge, die die Equity dann nach oben bringen. Das ist ganz anders als bei deiner. Deine Equity hast du vorhin ganz kurz mal aufflackern lassen. Können wir die von dieser Woche vielleicht mal sehen oder von diesem Monat? Ich zeig's dir hier. Das ist mein, das ist dann hier das private Konto. Das ist jetzt mal die Performance von heute. Ich zeige sie mal von letzter Woche auch bis heute. Oh, okay. Oh, ah, das sieht man,
dass es im Prinzip ein Prozess des stetigen Wachstums ist. Ja, also man hat Rückschläge. Du siehst aber auch, du hast immer wieder auch die Dinger mit drin und es gibt kein 100% Setup. Ja. Unterm Strich muss das ganze Ding nach oben laufen. Und ich meine, wer heute in der Lage ist, stabil jede Woche ungefähr 1%, ungefähr 1% rauszuholen in der Woche aus dem Markt. Ja? Ich meine, das muss man sich hochrechnen, das sind 4-5% pro Monat. Hallo, da bist du bei 50-60% im Jahr. Also wer sowas stabil erarbeitet, gehört zu den absoluten Gurus. Ja? Und das ist aber harte Arbeit. Wir schwitzen ja alle Blut und Wasser. Ich meine, stehst du hier in der Öffentlichkeit, es ist auch Echtgeldtrading, was wir hier machen. Ja. Das andere war sogar Vermögensverwaltungstrading. Also das muss man natürlich akzeptieren. Aber genau aus dem Grund gibt es halt nun mal auch Ausbildungssequenzen. Darf ich da kurz drauf eingehen? Sicher. Du kannst drauf eingehen, weil wie gesagt, das passt A zum Thema und B ist es natürlich was, wo man auch sagen kann, gerade in Sachen dessen, dass wir auch deine Eigenschaften, lass das ruhig mal auf, das sieht echt gut aus, also deine Eigenschaften zu nutzen wissen, ist es ja so, dass wir da auch sagen wollen, natürlich wollen wir hier auch ein Stück weit nach vorne gehen in Sachen Ausbildung, das ist uns ganz wichtig, wir wollen profitable Kunden. Es ist eben nicht so, dass wir die Gegenseite einnehmen, damit der Kunde verliert, sondern wir wollen, dass ihr, sag ich mal, profitabel seid und Ausbildung gehört dazu. Und der Punkt ist, weil Markus das gerade sagte, wenn man jetzt mal in die Branche geht und sich die Top-Hedgefonds anschaut, oder wir nehmen auch Warren Buffett, also alles, was mit Blick von über 10 Jahren grob eine durchschnittliche Rendite von 15-20% pro Jahr erwirtschaftet, ist on top. Ja, wenn man natürlich dann als irgendein Trader herkommt und 40-50% im Jahr macht, ist gut, aber dann schaut ihr mal an, wie das Jahr 3, 4 oder 5 aussieht, dann kann es auch mal -40% beispielsweise sein, aber die Top-Hedgefonds der Branche zum Beispiel, die schaffen es eben im Schnitt, im Durchschnitt 20% zu machen und die meisten arbeiten auch da interessanterweise mit Trendfolgesystemen, die sich dann entweder anhand Dow-Theorie, markttechnischen Sequenzen oder dergleichen aufbauen. Aber letztlich ist immer das Geheimnis eben weniger zu verlieren und mehr zu gewinnen. Das bleibt das Credo. Und jetzt will ich mal kurz sagen, was du so anbietest. Schieß ruhig mal los, Markus. Ja, ich habe vor 4 Monaten meinen eigenen Ausbildungsbereich aufgelegt hier auf gabeltrading.com, weil ich eben eine ganz eigene Philosophie habe, mir auch von niemandem mehr reinreden lassen wollte, wie ich das zu machen habe. Ich habe hier ein 4-Stufen-Programm aufgelegt. Das Ende ist nach ca. 18 Monaten, dass sie zum Dow-How-Master gereift sind und zumindest in der Lage sind, vernünftig, richtig und dauerhaft profitabel traden zu können. Dass sie nach 18 Monaten nicht unbedingt die große Erfahrung haben, ist eine Geschichte, aber dass sie damit ihr Trading stabilisieren, auf jeden Fall. Das Ganze beginnt mit der ersten Stufe Trainee, wo sie also hier starten mit einem Demo-Account. Also ich erwarte, dass jeder mit einem Demo-Account tradet, nicht mit Echtgeld, weil sie Automatismen pflegen müssen, ist sehr viel Psychologie dabei. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, ich sage es hier auch nochmal, die wenigsten werden es schaffen, es sei denn, sie sind tatsächlich bereit, über ihren Schatten zu springen und Geld zu investieren in Ausbildung und in vernünftiges Handwerkszeug. Nächste Stufe ist der Analyst. Hier werden sie angeleitet, Analysen zu schreiben, denn das ist entscheidend, damit sie ihr eigenes Trading auch stabilisieren können. Immer noch auch mit Demo- bzw. auch mit Echtgeld-Account kann man dann langsam mal Stück für Stück wechseln. Als nächstes kommt der DAOHOW Co-Coach, wo sie mich in den Webinaren dann auch begleiten und auch beginnen, andere selber zu unterrichten, denn nichts bringt mehr Stabilität in das eigene Trading, wie wenn man anderen erklären muss, was man tut. Und als Ende ist dann eben der DAOHOW Master, alles mit Echtgeld und einem positiven Track Record, wo sie dann wirklich in der Lage sind, mich in meiner Ausbildung anderer dann auch zu unterstützen. Das Ganze dauert, wie gesagt, 12-18 Monate, ist überschaubar. Es ist wie eine Lehre auch. Und ich mache 3 Webinare pro Tag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstags, morgens, mittags und abends in einer DAOHOW-Familie. Ich lege sehr viel Wert auf familiären Umgang untereinander. Jeder stützt jeden und keiner braucht alleine mehr einsam vor dem Rechner zu sitzen und nicht wissen, was er tun soll. Gerade wenn es auch um die psychologischen Geschichten geht, wo wir uns gegenseitig dann unterstützen. Und man sieht, dass jeder hier angeleitet ist, jeder nimmt teil den Analysen zu schreiben und vor allem jeder ist letztendlich auch bereit, seine Performance offen zu legen, denn nur daran kann ich als Ausbilder erkennen, wo hapert denn die ganze Geschichte, warum ist es so, warum macht jemand Plus, währenddem ich Minus mache und das ist, was mir wichtig ist, wir gehen offen und ehrlich mit dieser ganzen Geschichte um. Offen und ehrlich. Alles andere ist dummes Zeug und braucht man auch nicht, weil man kann sich selber belügen, man kann andere belügen, aber die Börse nicht. Und die Börse bestraft faule
Händler, die nicht bereit sind, ihre Arbeit zu machen, und nimmt ihnen definitiv das Geld weg. Und das kann ich dazu sagen. Und hier haben sie eine Möglichkeit. Und ich habe mich jetzt entschlossen, das Ganze läuft jetzt 4 Monate. Ich wollte eigentlich diese Woche schon die Preise erhöhen, weil es ein Einführungsangebot war. Aber ich habe mit Chris ausgemacht, wir lassen das noch bis Ende dieser Woche laufen. Die Preise gelten noch bis Ende dieser Woche. Ab nächster Woche werden sie dann erhöht, weil es einfach qualitativ in meinen Augen sehr hochwertig ist. Aber denken Sie daran, ich bin ein sehr harter Ausbilder. Ich bin selber durch die härteste Schule gegangen, die man gehen kann. Ich habe mir das Ganze selber beigebracht. Und da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Und wenn Sie Mist bauen, dann sage ich Ihnen das auch mitten ins Gesicht. Weil bei mir kostet es kein Geld, also zumindest nicht so viel. Aber wenn Sie Mist an der Börse bauen, dann kostet es richtig Geld. Und bei mir kostet es vielleicht mal eine Palme, die ich durch den Gegend schmeiße und die Sie dann von mir geschenkt bekommen, pflegen dürfen. Aber alles andere, das gehört einfach dazu. Und ich sag's nochmal, leider werden es die wenigsten schaffen. Ja? Und wenn Sie nicht dazu bereit sind, diese Zeit zu investieren und auch in eine vernünftige Software zu investieren, dann muss ich Ihnen klar sagen, dann lassen Sie den Quatsch. Ja? Dann legen Sie sich an die Isar oder an die Donau oder sonst irgendwo hin und lassen den Herrgott einen guten Mann sein. Aber lassen Sie den Quatsch hier. Das ist Verschwendung. Und alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Und ich sage es einfach nur mal ganz deutlich. Ich habe jetzt auch wieder ein Seminar im November. Es sind leider in Anführungszeichen nur noch 5 Plätze frei. Vom 7.11. bis 11.11., weil 5 Plätze sind für meine Dauhau-Familie schon reserviert. Und wie gesagt, 5 sind noch frei. Hier steht alles mit dabei auf gabel-trading.com Webinare. Dort finden Sie auch, was wir dort machen. Eine Woche gemeinsam zusammen zu traden. Und auch hier Disziplin, Disziplin, Disziplin. Wenn Sie dazu bereit sind, jederzeit gerne. Wenn nicht, lassen Sie es gut sein. Und glauben Sie mir, auf dem letzten Seminar sind gestandene Männer im Seminarraum gesessen und die Tränen in den Augen hatte, weil sie kurz davor waren, ihre Familie zu verlieren wegen dem ganzen Blödsinn. Und wenn ihnen mal ein gestandener Mann in die Arme fällt und Danke sagt, dass er seine Familie retten durfte, wegen diesem Mist, Leute, das kann es nicht sein. Schaltet bitte euer Hirn ein. Ja, das Leben hängt nicht vom Börsenhandel ab, ganz bestimmt nicht. Und es kann nicht sein, dass ihr Familienleben darunter leidet oder ihre Freunde darunter leiden müssen, weil sie nicht in der Lage sind, sich von diesem Blödsinn hier jetzt lösen zu können. Börsenhandel ist die absurdeste und perverseste Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, aber man kann damit Geld verdienen und es ist irgendwann, ist es auch eine angenehme Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber Sie müssen den Weg gehen. Wenn Sie dazu bereit sind, herzlich willkommen. Wenn nicht, lassen Sie es gut sein. Machen Sie bitte irgendwas anderes. Da will ich vielleicht trotz einsteigen, ganz genau richtig, geschenkt bekommt man an den Märkten nichts und Sie müssen natürlich immer wissen, dass Sie als Gegenspieler professionelle Banker haben, ja, ausgebildete Hedgefondsmanager, Leute, die definitiv 10-12 Stunden am Rechner sitzen und zum Beispiel beim Brexit-Event kenne ich einige, die haben aus dem Tag ein 48-Stunden-Event gemacht, weil sie im Prinzip, als das Brexit-Event war im Juni, eine Chance gesehen haben, viel Geld zu verdienen und manche haben es getan, manche haben es wiederum nicht getan. Letztlich geht es darum, dass die Leute einfach bissig sind und sich das Geld auch nicht einfach aus der Tasche ziehen lassen und dass es eben ein hartes Gewerbe ist. Hartes Gewerbe, Henry, unser FX-Trader ganz links außen oder von Ihnen aus rechts, würde ich jetzt gerne mal rüberschalten. Danke, Markus, für die einleitenden Worte. Die sind hart manchmal, ja, aber sie sollen ja auch fruchten. Und wie gesagt, wenn da Familien drunter leiden, ist das echt keine schöne Geschichte. Aber wenn man aus seinem Hobby einen Beruf machen kann oder eine Berufung und dann noch, sogar noch Geld verdient oder davon leben kann, könnte, es sind nicht viele, dann ist es sicherlich sehr spannend. Henry wollte noch mal ein Stück weit was zum Markt sagen. Beim Henry, wie gesagt, er hat 20 Jahre Markterfahrung, FX-Handel auch sehr spezifisch. Und er hat jetzt hier gerade was aufgetan und wollte uns noch das ein oder andere Tool vielleicht erklären. Henry, ich übergebe einfach mal. Ich bin hier den US-Dollar-Index-Future. Seit heute früh um 9. Ich handle vorwiegend US-Dollar-Paare auf Trend-Following-Basis. Seit heute früh war da nicht viel zu machen. Wir haben hier eine ganz ziemlich enge Range von 18 Ticks im Dollar-Index-Future. Das ist also nicht viel. Deswegen, ich werde wahrscheinlich heute den Trading-Contest hier nicht gewinnen. Das wird wahrscheinlich jemand anders machen. Sie sehen auch, ich habe keine offenen Positionen. Ich habe jetzt nur mal einen Auftrag reingestellt. Ein Limit, Sell-Limit im Kiwi-Dollar hier in Guidance, weil ich Ihnen einmal den Trade-Terminal ein bisschen näher bringen möchte. Das gehört zu den Add-ons, die Sie auch schon teilweise gezeigt bekommen haben hier vom Micho. Das ist jetzt das Trade Terminal, genau. Sie haben hier unter anderem, was ich ganz spannend finde, die Möglichkeit zu sagen, ich gebe die Position ein, ich platziere mein Limit
und lasse die dann automatisch managen, weil ich vielleicht jetzt mal den Rasen mähen muss oder zum Einkaufen muss etc. Die Möglichkeit haben Sie hier im Trade Terminal. Ich habe jetzt hier also eine offene Order, ja, 0,4 Lots im Kiwi-Dollar und ich sage jetzt, mein Risiko ist $80, es wären also 20 Pips. Sie können sich jetzt so eine automatische Ausstiegsstrategie basteln. Sie gehen also hier auf Tools, gehen auf Automated Close und wir kreieren jetzt einfach mal eine neue Ausstiegslogik für diese Order. Das heißt, wenn diese Order ist eine Limit-Order, die ist hier im Markt, ist relativ weit weg, aber es geht jetzt nur ums Demonstrieren. Wenn die also ausgeführt wird, dann wird die nach den Regeln, die ich jetzt hier eingebe, wird die gemanagt. Als erstes müssen wir natürlich den Stop festlegen. Order Profit in Pips less or equal to. Das heißt, wenn meine Position, ich habe gesagt, ich möchte $80 riskieren, das wären also bei 0,4 Lots, wären das 20 Pips. Gebe ich hier dementsprechend ein, Order Profit in Pips, less or equal to minus 20 Pips, close percent of the original volume, ich schließe 100% meiner Position, wird dann automatisch geschlossen, wenn die Position 20 hinten ist. Das heißt, Sie definieren hier Risiko, $80 ist die Risiko. Jetzt sagen Sie, wenn die Position für mich läuft und ich bin jetzt 10 Pips vorne, also die Hälfte von meinem Risiko, von meinem sogenannten R, das heißt, Order Profit in Pips greater or equal to 10 Pips. 10 will ich nur noch die Hälfte von meinem Risiko haben. Das heißt, ich möchte dann nur noch $40 verlieren. Dementsprechend setzen Sie wieder hier den Stop-Loss auf 20 Pips. Das heißt, Sie sind 10 Pips vorne und der Stop ist 20 Pips. Das heißt, von Ihrem Originalrisiko sind nur noch $40 Risiko da. Dann kreieren Sie die nächste Regel. Sie sagen, wenn die Position 1R erreicht hat, Order Profit in Pips greater or equal to 20 Pips, das war mein originales Risiko, ja. Können Sie jetzt sagen, wenn dieses Level erreicht wird, möchte ich automatisch 50, 70 oder 30, was Sie möchten, ja. Nehmen wir mal zwei Drittel oder ein Drittel. Wenn ich also ein R verdient habe, ja, möchte ich jetzt nicht mehr alles riskieren. Das heißt, ein bisschen anderer Ansatz, als ihn der Micho vielleicht fährt, der sagt, ich baue die Pyramide auf. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, wo Sie festlegen können, ich möchte da halt zumindest Teilgewinne mitnehmen. Die Möglichkeit haben Sie auch. Das heißt, wenn der Trade 20 Pips vorne ist, das heißt, die ursprüngliche Risiko wären 33% der Position geschlossen und Sie setzen den Stop für die Restposition wieder auf Einstand, also dementsprechend 20 Pips. Das heißt, Sie haben hier ein Drittel realisiert und kein Risiko mehr drin. Sie können dann so weitergehen mit den Regeln, ja. Nehmen wir an, die Position ist jetzt mal 40 Punkte vorne. Das heißt, Sie haben 2R verdient und Sie sagen, jetzt ist gut. Jetzt schließe ich die restlichen 67% von diesem Trade. Alternativ müssen Sie das natürlich nicht machen. Sie können sagen, ich traile den Stop einfach weiter mit dieser Logik und ziehe den wieder um 20 Punkte nach. Das ist also kein normaler Trailing Stop, den Sie mit diesem System haben, sondern je nachdem, wenn eine bestimmte Gewinnstufe erreicht wird, erst dann wird der Stop nachgezogen. Sie können dann hier dieses Template speichern und das benennen und das dann auf diese Order anwenden. Ja? So, Template has been saved und Sie können jetzt sagen Apply Rules. Sie sehen dann hier dieses Hämmerchen, da ist ein Ausrufezeichen, das bedeutet, es ist da was in Arbeit. Das heißt, hinter dieser Order, wenn die ausgelöst wird, wird die automatisch vom Trade Terminal gemanagt. Sie müssen aber beachten, wenn Sie das Trade Terminal schließen, ist dieser Algorithmus nicht mehr aktiv. Das heißt, das Trade Terminal muss also offen bleiben. Wenn Sie also den Rechner ausmachen, müssen Sie die Orders manuell eingeben, was weiß ich, über die MT4-App auf dem Telefon, dann gilt dieser Trailing Stop nicht mehr, das ist zu beachten. Jo, vielleicht, wenn es da Fragen dazu gibt im Chat, ich habe den jetzt nicht offen. Negativ, habe bis jetzt noch nichts gesehen, Henry. Wir müssen mal gucken, der Jens schaut auch schon, was da abgeht im Chat. Wie gesagt, die Funktion, dass Sie unter den bei Guidance da, müssen wir vielleicht die Bauchbinde mal reinholen. Für alle, die jetzt später dazugekommen sind, wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit vor uns. Der US-Handel startet in ungefähr 21 Minuten. Das heißt, die Amerikaner kommen dazu, diese Pre
Opening läuft aber schon in Amerika. Auch die Forex-Händler sind schon längst am Desktop. Gerade vor den Konjunkturdaten 14.30 Uhr sind die sowieso alle schon am Start, die FX-Händler, weil es ja wie gesagt ein 24-Stunden-Handel ist. Aber die Liquidität düngt so langsam aus. Euro-US-Dollar ist eh ein Stück weit tot. So generell gesprochen, die Kontraktion nimmt immer mehr zu, die Schwankungsbreite wird immer enger, aber ich glaube, das ist kein Dauerzustand. Ich denke, der Euro-US-Dollar wird aus welchen Gründen auch immer, vielleicht nach der Trump-Wahl im November, wieder zum Leben erweckt und dann werden wir das sicherlich auch starke Ausschläge sehen. Ansonsten muss man gerade, wenn man eben Währungspaare handelt... Bitte? Trump Präsident wird? Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, Trump-Wahl... US-Wahl, du meinst US-Wahl, ne? US-Wahl, Trump-Wahl. Spannend. mit Verlaub. Es wird spannend, was da passiert. Wir wollen hoffen, dass die Amerikaner wissen, was sie tun. Aber letztlich, denke ich, wird da sicherlich was kommen. Jetzt Leitzinsspekulierungen hin oder her, da wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Wir wollen ja mehr den Intraday-Markt covern. Aber wenn da eben nicht viel los ist, gerade wie beim Euro-US-Dollar, der ist technisch gesehen wirklich schwierig tot. Die Volatilität geht mal weiter zurück. Aber ich glaube, da sind wir so relativ gesehen am Finale. Ich denke, der springt irgendwann wieder an, damit wir da auch aktiv werden können. Ansonsten sehe ich hier viele, viele Charts, viele, viele Linien. Micho, dein US-Dollar-Cut, der ist ja vorhin in die Korrektur übergegangen. Können wir vielleicht auf den Rechner von Micho gerade umschalten? Uns das mal anschauen, was da abläuft. Ob Micho schon den Stopp verändert hat oder was sein Vorgehen jetzt war. Wie gesagt, das ist ja die Pyramiden-Idee, beziehungsweise ein Trade ein Stück weit länger auszukosten. Und da schau her, ich glaube, wir sind jetzt schon beim 2, irgendwas R. Der 2, Stopp. 2 R und, ja, und wenig. Mein Stop-Loss wurde nachgezogen, nachdem eine Korrektur, eine echte Korrektur hier entstanden ist, genau nach dem Plan. Und jetzt ist Zeit für eine weitere Stufe, für ein bisschen mehr Volumen, für Scale-In. Aber das mache ich auch nicht einfach so bei dieser weißen Kerze. Ich warte auch jetzt, bis ich eine kleinere Korrektur habe, damit ich einen Preisvorteil einfach kriege. Und wahrscheinlich liegt dann der Stop-Loss von meiner zweiten Position hier, wo der Stop-Loss von meinen Positionen jetzt liegt. Dann, wenn ich ausgestoppt werde von der ersten Position, gewinne ich das hier und von der zweiten Position verliere ich eventuell, wenn die Korrektur irgendwo hier kommt und ich kalkuliere mit dem Add-on 0,5% von meinem Equity nach dieser Range bis hier, diese Größe von Stop-Loss. Und so am Ende werde ich entweder auf Break-Even sein oder mit wenig Gewinn oder wenig Verlust. Das heißt, ab jetzt kann ich meine Position weiterentwickeln, weiterbilden, Scale-In machen, aber ich kann nie mehr als mein ursprünglichen 0,5% von meinem Equity-Risiko verlieren. Und zwar, wenn die Währungspaar ein bisschen mehr nach oben läuft, dann ist meine gesamte Position, hier ist vielleicht die richtige Zeit zu sagen, dass bei meisten professionellen Trader eine Position heißt alle Orders auf ein Währungspair, auf ein Symbol. Also du kannst auf verschiedene Preislevels positioniert sein, aber wenn das bei einer Währungspair ist, das ist eigentlich eine Position. Kann nichts Schlimmes passieren. Genau. Komfortabel, wie gesagt, in dem Fall, Micho, du bist ja früh reingegangen, gerade in dem Dreieck, wo wir waren, die Situation war ein bisschen unklar, du hast aber Trendhandel forciert aus dem 5-Minuten-Chart raus, jetzt wirst du belohnt und hast auch die komfortable Situation, dass es jetzt ein risikoloser Trade ist, ja, also ich meine, alles richtig gemacht und jetzt natürlich die Vorgehensweise, nimmst du die 2,2R mit oder nicht? Nein, das ist nicht. Ist jetzt kein Verlust, genau. Oder weniger oder mehr Gewinn und ich
ich wähle natürlich mehr Gewinn. Genau. Und da drücke ich die Daumen. Wie gesagt, wenn du so einen Trade eben beim frühen Einstieg jetzt lang genug durchhältst, man wird belohnt. Und auch der Ausgleich dessen, dass man beispielsweise vorher 3, 4, 5, 6 Mal oder 9 Mal ausgestoppt wird. Wie gesagt, das ist eine individuelle Geschichte, wo man mit dem Kopf auch klarkommen muss. Aber wichtig ist, dass man das Setup für sich verinnerlicht. Aber grundsätzlich Trendhandel wieder perfekt aufgesprungen. Kamera mal zu Andreas vielleicht, Kameramann bitte, oder den Desk mal zeigen. Andreas ist hier schon wieder wild in Positionen aktiv, wie ich hier sehe. Ja, in der Tat. Ich habe ein bisschen rumgeskalbt, rein, raus, mit engen Stopps. 8 Punkte gebe ich mal an den Markt, weil es wirklich nicht ganz klar ist, das Chartbild, aber nichtsdestotrotz möchten wir natürlich ja auch was zeigen, deswegen habt ihr eingeschaltet. Das war der Ausbruch, den ich vorhin nur am Rande kurz gedanklich einwarf, und zwar Bayer, Monsanto, da ist wohl jetzt eine Einigung erzielt worden. Die Börse hat kurz reagiert mit einer dicken Kerze, die aufs Tageshoch ging, aber sofort wieder abverkauft wurde. Und hier habe ich mir genau den Bereich angeschaut. Kann man nochmal einsteigen? War das ein Pullback, wo man nach oben gehen kann oder nicht? Schwierige Geschichte. Es wurde diese Abwärtstrendlinie, die ich heute Vormittag zeigte, vom ursprünglichen Tageshoch morgens unterschritten, eigentlich ein Signal, aber in dieser Zeit von 14 Uhr bis 15 Uhr sind Signale, auch das hatten wir vorhin schon anhand der Marktteilnehmer erörtert, nicht so gewichtig, wie wenn jetzt 16 Uhr ein Signal wäre, wo alle Marktteilnehmer drauf schauen. Ja, also drüber, drunter, als es dann hier wieder drunter ging, habe ich es nochmal riskiert, weil ich zeitgleich natürlich auch auf andere Märkte schaue. Und bei dem Blick auf die anderen Märkte, übrigens 14:30 USA, ging ein bisschen unter, ist auch nichts passiert, also hat niemand was verpasst. Fällt jetzt der US-Future, er war den ganzen Tag über 40, 50 Punkte im Plus, also notierte so, die Eröffnung der USA wurde prognostiziert bei 18.030 teilweise schon, 18.020 in der Drehe vor einer halben Stunde. Jetzt ist es deutlich gefallen, und zwar auf 18.069 die aktuelle Indikation. Das heißt, der Trade entwickelt sich. Ich habe das hier eingezeichnet, habe nochmal zugekauft, also habe quasi zugehört mit der Pyramidisierung und gedacht, okay, was ich hier rechts lerne, das möchte ich gerne auch mitnehmen, und ziehe jetzt das aktuelle Chartbild rein, und man sieht, das war Windows, vielen Dank. Man sieht auf der rechten Seite dann, dass die eine Position schon, um alles zu finanzieren, gegeben wurde, also in den Markt gegeben wurde. Die andere, da habe ich den Stopp jetzt im Plus, und von der nächsten, die ich dann nochmal eingegangen bin, ist keine typische Pyramide, aber ein Zukauf im Gewinn, ist der Stopp auch nah am Markt. Wie gesagt, 8 Punkte Initial und Trailing Stop ziehen die Geschichte nach. Mein Ziel sind die 10.400 nochmal, dass wir die nochmal küssen vor US-Eröffnung, sind noch 13 Minuten Zeit. Dort würde ich die Hälfte abbauen der Position und den Rest auf Break-Even absichern. Wir werden schauen, ob da noch mehr Druck in den Markt kommt. Beim Blick auf Euro-US-Dollar ist nicht viel passiert, hatte Chris schon gesagt. Da gab es kaum Reaktionen. Gold interessiert auch viele, passiert heute auch nichts, 1321. Gold wird übrigens gehandelt in US-Dollar. Die Frage taucht ja auch manchmal auf, also auch nicht in Pfund oder Cable oder was weiß ich. Gut. Soweit von meiner Seite. Ich gebe wieder zurück an Chris, und wir freuen uns alle auf die US-Eröffnung gleich. Ja, genau, die werden wir gleich mal mitnehmen. Ich will gleich noch sagen, der Goldpreis, den wir auch bei JFD anbieten, nochmal kurz zur Erläuterung. Vorhin bei der Übersicht, vielleicht nochmal meinen Desk direkt rausholen. Genau, mit der Spread-Übersicht, da sehen Sie auch XAU-USD gleich mal hier auf den Schirm. Komm, jetzt mal gucken, dass das hier mal auftaucht. Und XAU ist praktisch das Symbol, das Währungssymbol für den Goldpreis, und XAG ist Silber in dem Zusammenhang. Und das heißt, wir haben hier keine Gold- oder Silber-CFDs, nein, das wird genauso am Interbankenmarkt abgehandelt. Das ist der Gold-Spot-Preis, so wie er tatsächlich tickert und unterwegs ist. Und wir bei JFD haben auch die Mini-Lots auf den Goldpreis. Also Sie können also praktisch kleinere Einheiten handeln, ähnllich wie beim Mini-DAX. Nach Kupfer kann man auch handeln? Nee, nur das Cable. Nur Cable. Nur Cable. Wir hatten verschiedene CFDs, auch Palladium zum Beispiel und Platin, solche Geschichten, die waren aber nicht so stark nachgefragt. Also Pfund war da eher, also Kupfer. Bitte. Ja, vollkommen richtig.
XAUUSD auf jeden Fall ein Spot-Angebot aus dem Markt heraus. Und wie gesagt, viele andere bieten das eben auch als verpacktes, vermuscheltes CFD-Paket an. Und Sie sehen auch hier den engen Spread. Und wie gesagt, wir bieten das auch in kleinerer Mini-Size an, um praktisch nicht die volle Unze zu handeln oder 100 Unzen, sondern nur eine Unze, was sich dann praktisch auch natürlich auf besseres Risk- und Money-Management auswirkt. Ja, die Währungspaare können Sie auch bei uns im Übrigen von Micro-Lots, also 1.000 Euro die Einheit, bis Mini-Lots, 10.000 Euro die Einheit oder die volle Lot, das ist die Standgradgröße am Devisenmarkt, das sind 100.000. Da bewegt sich das Konto natürlich entsprechend mit einem Pip dann auch um 7, 8 Euro. Ja? Hingegen eben je nachdem, wie Sie nach unten gehen, dann praktisch, also in der Size, der Order Size nach unten gehen, Ihr Konto sich dann nur noch um Cents bewegt, wenige Cents. Ja? Aber Sie können damit hervorragendes Money- und Risk-Management vollziehen. Und ich würde gleich mal nochmal auf den Desk vom Andreas gehen wollen, der sich hier schon ein Bärchen ins Gesicht freut, weil seine Short-Orders hier entsprechend profitabel laufen. Aber da spricht auch die Markterfahrung und die Killness und das, was der sozusagen mitbringt, der Andreas? So würde ich es nicht sagen. Also ich freue mich nicht über den einen Gewinn als monetäre Größe. Das sollte man auch nicht tun, denn Das hatte der Markus vorhin sehr gut gesagt, das ist ein Trade von vielen. Also es kommt darauf an, was man in der Woche erreicht, im Monat und wie kontinuierlich man das erreicht. Es bringt überhaupt nichts, das Konto zu verdoppeln in kürzester Zeit und es danach wieder zu halbieren. Ja. Da gibt es schöne Übersichten, wer sein Konto halbiert, 50% verliert, braucht 100%, um den Urzustand wiederherzustellen. Ja, und da hat er noch nichts verdient. Deswegen ist es eine sehr, sehr bittere Illusion zu denken, mit 10.000 Euro werde ich Daytrader, verdoppel das Konto alle 3 Monate, lebe davon, weil erstens hat man immer nur noch die 10.000 auf dem Konto, muss es also immer wieder machen, der Druck ist enorm und zweitens, was passiert denn, wenn es mal nicht klappt mit der Verdopplung, also da muss hohes Risiko fahren. Und ich freue mich viel mehr darüber, dass die Strategie aufgeht, wie gesagt 10.400 habe ich die Hälfte verkauft. Und den Rest habe ich über Trailing Stop jetzt nachziehen lassen. Bin auch nicht traurig, wenn es jetzt rausfliegt mit noch 1-2 Punkten Gewinn, weil das gehört einfach zur Strategie. Und wenn man aggressiv in den Markt geht, dann rechnet man auch damit. Blub, ist raus, aber war okay, weil der Einstieg war 20 Punkte höher ungefähr. Okay, aber wie gesagt, das ist richtig. Du darfst dich ja trotzdem freuen, dass du richtig lagst mit deinem Plan. Aber ich gebe dir vollgemacht, ein Trade ist kein Trade. Und wie gesagt, gerade wegen der Erwartungswertung, was ich ja vorhin sagte, spulen Sie mal 30 bis 100 Trades ab. Da spielt ein Trade keine Rolle, aber Sie haben dann einen Erwartungswert von Ihrem System und dass Sie bei 100 Trades in Folge theoretisch mit Sicherheit mal verlieren werden. Da mal eine Frage ans Auditorium hier. Ich habe mal eine statistische Frage an die Jungs. Und zwar, wenn ihr 200 Trades abgespult habt, ja, wie hoch ist ab dem Trade 201 die Wahrscheinlichkeit, Markus, bitte zuhören, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ab dem 201. Trade ein Drawdown zu erleiden? Ihr habt jetzt 200 Trades abgefeuert, meinetwegen immer profitabel oder 1-2 kleine Verlierer, aber keine Drawdown-Serie, wo wir davon sprechen, dass 5-7 Verlierer hintereinander kommen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ab dem 200. Trade das passieren könnte? Also du meinst, wenn ich Montag anfange, 200 Trades abfeuere, dann stelle ich mir die Frage dann Dienstagnachmittag nach den 200 Trades? Das ist bei dir durchaus möglich, ja. Nein. Eigentlich die Wahrscheinlichkeit vom Markt her ist die gleiche. Also man kann das durchaus mit einem Münzwurf vergleichen. Wenn ich eine Strategie habe, man weiß nicht, wie der Markt darauf reagiert. Man versucht zwar die Wahrscheinlichkeit auf seine Seite zu bringen, kann es aber nicht erzwingen. Also bei einem Münzwurf kann genauso 50-50. 50 Mal Kopf und dann ist die Wahrscheinlichkeit, ob Kopf oder Zahl kommt, laut Statistiklehrbuch, die gleiche. Okay. Ja, und wenn ich mich an meine Strategie halte, würde ich tippen, jetzt ist es die gleiche Wahrscheinlichkeit. Belehre mich gerne eines Besseren. Ich kann auch meinen Telefonjoker, meinen Mathelehrer anrufen. Ich hatte Statistik im Leistungskurs. Ja, belehre mich eines Besseren, wenn es nicht stimmt. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht in der Behavioral Finance oder Behavioral Economics, da gibt es im Prinzip der Mean Reversion. Ja, aber da sind wir wieder bei der Kopfsache. Ja, ja, genau. Aber wenn ich nach einem System vorgehe, in EA beispielsweise, also Expert Advisor, da ist doch das Risiko bzw. die Wahrscheinlichkeit die gleiche. Wenn das Setup dasselbe ist, ist die Wahrscheinlichkeit immer das gleiche. Richtig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Serie endet oder sich umkehrt, steigt ja mit jeder Fortsetzung der eigenen Wahrscheinlichkeit, wo wir auch bei dem Martingale-Prinzip sind. Aber das ist ein Zurückpendeln zum Mittelwert. Also wenn die Trefferquote so schwere Kost ich will es jetzt nicht zu kompliziert auswerten lassen, aber nach statistischen Auswertungen gehen wir in eine Quote von über 90%, dass der Drawdown kommen wird. Ein größerer Drawdown. Das heißt nicht ab 201, 250 oder 249 oder 298, aber wenn man eben eine lange Gewinnserie hat, steigt proportional das Risiko, und das ist genau das, was der Jens gesagt hat, dass es eben dann zu einem Drawdown, was ja völlig normal ist, aber dass es eben kommt. Und da wollte ich jetzt nur mal so einen Input geben. Ich
ich muss dazu noch was sagen. Es ist immer, ich finde das immer ganz interessant, die Feedbacks, die man bei Büchern lesen kann. Zum Beispiel Market Wizards von Margaret Merkel, die Serie von Sporger. Das sind ja nur Interviews. Da gibt es ja jetzt keine komplexen Strategien, die diskutiert werden oder dergleichen. Das, was also du sagst, das ist auch was, was Marty Schwartz zum Beispiel sagt. Ich habe diese Bücher, ich weiß nicht, 50 Mal gelesen oder so. Boah, ein oder, Brett. Ich weiß, also, aber die Sache ist die, du ziehst immer wieder was Neues raus oder die änderst dich halt dran. Und hier Marty Schwartz oder Pitbull Trader heißt der, der hat gesagt, er hatte nach seinen besten Gewinnserien immer die ausgeprägtesten Verlustserien. Ja. So, was er beschreibt, ist im Grunde genommen genau das. Also er formuliert es im Grunde genommen nur um. Er hat es wahrgenommen, ich weiß nicht, in den 80ern, vielleicht wusste man das auch nicht, was sich, die Version ist oder ja. So. Aber ja. Aber nee, ist genau richtig. Das heißt eben auch, da muss man vorsichtig sein mit dem Risiko, was man eingeht. Ja, wenn man dann eben denkt, man ist Gott, ja, oder man hat den Markt im Griff, man hat eine Gewinnserie, man fährt megamäßig die Size hoch. Ja. Das rächt sich eben enorm, je länger das geht. Und ich will ja nicht sagen, dass man das nicht tun darf, aber man muss eben aufpassen, dass man hier nicht, sage ich mal, übermütig reagiert und dann eben entsprechend eben beispielsweise seine gute Gewinnserie aufs Spiel setzt, weil man dann eben exakt sein Money- und Risk-Management plötzlich nicht mehr einhält, von den Regeln abweicht. Wobei man natürlich auch wieder sagen könnte, ich meine, wenn du jetzt nach 200 Trades gut gelaufen bist, dann sind wir wieder im Trendfolgeansatz, warum nicht diesen Trend weiterreiten? Also eigentlich müsstest du es dann auch aggressiv weiter traden, weil du ja darauf spekulierst, dass... Also du brauchst Statistik, also brauchst Auswertung. Du brauchst eine Auswertung. Du musst einfach wissen, okay, eine durchschnittliche Gewinnserie geht so und so lange, eine durchschnittliche Verlustserie so und so lange. Genau. Und kannst dann anfangen, eben mit guten Risiko-Money-Management-Komponenten zu spielen. Und da gebe ich vielleicht auch mal einen Tipp aus der Praxis, wer Charttechnik liebt. Man kann zum Beispiel auch seine Equity-Kurve charttechnisch auseinandernehmen. Also ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, dass man eine Schulter-Kopf-Schulter interpretieren sollte oder ähnliches, aber ich sag mal, wenn die Equity stabil steigt, ohne große Rücksetzer, dann sieht man schon, okay, das System funktioniert derzeit. Wenn man sieht, die Equity läuft seitwärts, kippt so ein Stück, bildet beispielsweise ein klassisches Top aus, ja, dann ist man vielleicht in der Situation, wo man sagt, okay, ich nehme das Risiko ein bisschen runter, werde ein bisschen vorsichtiger. Also so ein Tipp, die eigene Equity-Kurve charttechnisch auszuwerten, ist auf jeden Fall... Ganz, glaube ich, richtig gute Herangehensweise ist, einen gleitenden Durchschnitt drüber legen. Und einfach oder sagen, das? Sobald das Ding von oben nach unten kreuzt, ja. Hast du ja ein Feedback, okay, in Ordnung, jetzt der Trend ist gebrochen, in Anführungsstrichen. Sehr richtig. So quasi. Bin und ich dann bei fährst dir. Du einfach die Position, also das heißt ja nicht, dass du Signale nicht mehr umsetzt, sondern du handelst dann eben statt Durchschnittsrisiko von 1%, dann nur noch ein 0,5%. Erst einfach mal eine Zahl reinzuwerfen. Ach so, Andreas, nebenbei, ach Andreas, Jens, du musst ins Mikro sprechen. Oh, aber, ja, selbstverständlich. Aber ansonsten völlig okay. Ich glaube, die Zuschauer haben dich trotzdem gehört. Wenn nicht, gibt es eh das Feedback. Ich gucke nochmal ganz kurz. Markus, du willst was abfeuern, oder was? Nee, ich will auch dazu sagen. Okay, Markus möchte kurz mal das Wort haben. Gehen wir das gleich mal rüber. Der Punkt ist, du hast gefragt nach 200 Trades. Ja. Eine Drawdown-Phase wird immer kommen. Ja, richtig. Das ist eine ganz klare Statistik. Und wenn du 200 Trades hintereinander plus gehabt hast, das ist das Gesetz der großen Zahlen. Dann sehr richtig, auch, darauf wollte ich hinaus. Dann wird auch eine Verlustphase irgendwann wieder kommen. Der Fehler, den die meisten dann eben machen, ist, dass sie die Strategie dann ändern. Ja. Und das ist der Fehler. Und da beginnt der sogenannte diagonale Handel, von dem unser Big One Micha immer gesprochen hat, der dann automatisch zum dauerhaften Verlust führen muss. Ja? Ich meine, wenn ich eine profitable Strategie habe, was die Leute immer glauben, das ist die Erwartungshaltung, die sie haben. Sie glauben immer, sie machen nur Gewinne an der Börse. Mhm. Wenn es das gäbe, hätten wir keine Börse mehr. Das nicht funktionieren, ja? Und wir haben Anfang des Jahres auch mitbekommen, dass auch eine große Bank wie Goldman Sachs 5 von 6 Trades in Sand gesetzt hat. Ja? Genau. Also es gibt kein 100% Setup. Und das ist das, woran die meisten Leute dann einfach scheitern, weil sie diese Erwartungshaltung haben und mit diesen Verlusten dann einfach nicht umgehen können. Ja, du hast es heute Morgen schon erwähnt, es gibt immer noch welche, die haben Telekom bei 90 gekauft und haben sie immer noch im Depot. Richtig. Ja, da muss ich sagen, Leute, da habt ihr irgendwas nicht verstanden. Ja. Ja. Dividende, Markus. Dividende, na klar, in der dritten Generation dann wahrscheinlich, ja, komme ich damit die vielleicht. Erben der Erben, die Erben der Erben, ja, wenn es, aber so einer kann wahrscheinlich gar keine Erben erzeugen, weil es nichts mehr funktioniert, ja. Aber das ist das, was nicht mehr, was einfach nicht aufgehen kann. Und wer das nicht akzeptieren mag, der wird es auch nicht aufs Papier bringen. Und deswegen behaupte ich ganz einfach, die meisten werden es nicht aufs Papier bringen. Die meisten kriegen das Ding nicht gewuppt. Und das ist so diese Erwartungshaltung, die immer, wo die Leute rangehen, wo die eigentlich so die letzte Challenge ist auf dem Weg zum Dow-How-Master, ja, diese Erwartungshaltung abzustellen, jeden einzelnen Trade als völlig bedeutungslos zu beachten und auch zu betrachten, sondern einfach nur seine Regeln zu befolgen. Mehr musst du eigentlich auch schon gar nicht machen und dann hast du die reelle Chance, dass du hier wirklich an der Börse Gewinne machst. Aber ich muss auch die Verluste akzeptieren. Ich kann nicht voraussetzen, dass jeder Trade ein Gewinner wird und deshalb
wenn du sagst, nach 200, du warst jetzt auch auf der Baumschule, Andreas, und hast es auch geschafft, ne? Also je nachdem, wie man geschafft definiert. Markus, wenn ich Dauhau-Master bin, das wollte ich dich auch noch fragen, gibt es da auch... Ich bezweifle, dass du das wirst. Eine Gürtelprüfung oder... Nee, ich möchte das auch nicht, das ist mir alles zu langatmig. Gibt es da eine Gürtelprüfung? Willst ja, bei dir geht alles schneller, ich weiß. Gibt es einen schwarzen Gürtel bestimmt. Kann ja sein. Am Ende treffen uns alle im Kupfermarkt. Richtig, zum Schluss. Ja. Letztendlich handeln wir sowieso nur Pfund über Kupfer dann, ne, und handeln dann den Cable. Nein, aber das ist der Punkt, wir können diese nicht erwarten. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, daran scheitern sie letztendlich alle, diese Erwartungshaltung, diese überbordende Erwartungshaltung, jeder Trade muss ein Gewinner werden. Obwohl ich immer das Gleiche mache, und das ist das, was unser Geist ja nicht akzeptieren kann. Ja, vom Leben her, wo ich weiß, okay, wenn ich das und das mache, wenn ich meine Frau, Freunde widerspreche, kriege ich Ärger, das ist vorprogrammiert, das weiß ich, das passiert von 5x, 6x, aber wenn ich im Börsenhandel 5x das Gleiche mache, dann habe ich 5x ein anderes Ergebnis. Und das ist das, was die wenigsten akzeptieren wollen und auch dann können. Und deshalb werden sie nicht erfolgreich werden. Ja, Markus, deine Worte sind hart, kommen auch teilweise manchmal beim Publikum ein bisschen hart ran, aber es ist ja tatsächlich so, dass es, Die Sache ist ja die, man muss es ja mal so sehen. Das Problem ist aber, warum das viele jetzt nicht glauben, was Markus sagt oder was vielleicht auch der ein oder andere vielleicht sagt, ja, das ist aber ganz schön hart und direkt, ist ja, weil Trading insgesamt was unfassbar Abstraktes ist. Also die Leute, die finden sich ja in einer Welt wieder, die sie eigentlich gar nicht greifen können. Also das merkt ja jeder, der sich neu mit der Materie auseinandersetzt und sich im Markt wiederfindet. Jetzt ohne Setup, ohne irgendwas, also ein völliger Neuling. Und diese Emotionen, die in einem hochkochen, es ist ja jetzt nicht so, dass die alle hier sitzen, nicht wüssten, wovon da die Rede ist, mich eingeschlossen. Also ich erinnere mich wirklich mit Freude daran, wie das so vor 10, 12 Jahren war, als ich meine ersten Trades abgesetzt habe. Das war der absolute Knaller, das war besser als Achterbahnfahren, sage ich mal. Auf jeden Fall. Die Sache ist jetzt die, um das ein bisschen greifbarer zu machen, stelle man sich doch vor, ich mache dann immer so ein Beispiel, was jeder greifen kann und was jetzt spätestens, ich glaube in 3-4 Monaten wieder ein Thema sein wird, wenn man sich die guten Vorsätze dann fürs Jahr 2017 aufzeichnet, sei es, ich möchte mit dem Rauchen aufhören oder sei es, ich möchte zum Beispiel 10 Kilo für den nächsten Sommerurlaub abnehmen. Nehmen wir jetzt mal die 10 Kilo für den Sommerurlaub. Die erste logische Konsequenz, die man ja macht, ist, ja gut, ich gehe jetzt in ein Fitnessstudio und dann sagt mir da der Fitnesscoach, oder ich frage den Fitnesscoach, was soll ich denn tun, um die 10 Kilo abzunehmen? So, und dann sagt er, pass auf, einmal hast du hier ein Trainingsprogramm, das arbeitest du ab, was möchtest du denn haben? Also willst du irgendwie ein Sixpack oder dergleichen oder vielleicht einen großen Bizeps oder besonders knackige Waden? Ja, ich möchte 5 Kilo abnehmen und ich möchte einfach einen definierten Körper danach haben. So das klassische Phänomen, was man halt dann sich so gibt zum Beginn des Jahres. Und dann sagt er, pass auf, damit ist es aber nicht getan, du musst auch deine Ernährung entsprechend anpassen. Also ich gehe zu jemandem, der weiß, wovon er redet, ja, also zu einem Fitnesscoach. Und er sagt, gib mir dann einen Ernährungsplan. So. Und dann heißt es, pass auf, diesen umgesetzt, konsequent, diszipliniert, wirst du dieses Ziel 10 Kilo bis, sagen wir mal, Juni verlieren, also erreichen. Das wird kein Problem sein, das schaffst du. So. Naja, und dann, wie viele schaffen es, diese 10 Kilo abzunehmen? Oder wie viele schaffen es, da mit dem Rauchen aufzuhören? Es sind die wenigsten. Es sind einfach die wenigsten. Es dauert maximal 2 Wochen, dann haben die Nächsten entweder die nächste Kippe an oder aber sehen sich nach einem harten Workout dann sich belohnend wieder bei McDonald's und an einem Milchshake nippen und eine große Tüte Pommes in sich reinschaufeln. So funktioniert es halt nicht. Also es ist genau diese Disziplin, die du umsetzen musst. Und das ist beim Trading genau das Gleiche. Du brauchst diesen Plan und du musst Vertrauen in diesen Plan haben, dass es funktioniert. Und wenn du dieses Vertrauen hast, dann ist der Rest in Anführungsstrichen Selbstläufer. Natürlich gibt es da Nuancen. Ja? Also ich meine, da kann man ja auch einen riesen Kult draus machen, dann einen Lifestyle generieren und sagen, okay, jetzt habe ich das Ziel 10 Kilo abgenommen, habe ich erreicht und jetzt möchte ich irgendwie besonders meinen Bizeps definieren oder irgendwelche solche Spielereien. Das ist beim Trading dann anders. Man muss nur schaffen, diesen Transfer zu leisten. Aber ich glaube, dass dieses Beispiel mit einem Fitnessstudio dann ein bisschen greifbarer ist für viele Leute. Die Leute, die können das besser verstehen, denn jeder von uns hat sich schon mal einen guten Vorsatz fürs nächste Jahr gesetzt, der dann nach spätestens 2 Wochen hinfällig war. Einfach weil, naja, die Disziplin gefehlt hat. Also im Grunde genommen steht und fällt alles mit der Disziplin und dem Willen, das auf den Weg zu bringen. Und es scheitert nicht dann an dem, in dem Fall zum Beispiel Fitnesscoach oder an dem Tradingcoach. Das vermittelte Wissen, also man kann ja mit den Inhalten, die im Internet auch frei zugänglich sind, kann man ja sehen, worauf baut profitables Trading auf.
Und das bedeutet im Umkehrschluss, ich kann ja dann den Coach nach diesen Kriterien auswählen. Selbst als Anfänger, wenn ich diesen kleinen Aufwand betreibe, wenn ich jetzt irgendwo ins Fitnessstudio gehe und der Fitnesscoach sagt zu mir, ja, machst du Schokoladendiät und isst jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend 5 Yes-Törtchen, na gut, das kann ich mir ausrechnen, da wird es mit den 10 Kilo nichts werden. Eventuell doch, ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die Wahrscheinlichkeit scheint mir jetzt erstmal so rein logisch, erscheint mir das nicht so ganz nachvollziehbar, warum es funktionieren sollte. Ja, und ich denke, dann kann man das besser greifen, eben weil es nicht so abstrakt ist, weil man einfach ein Beispiel aus dem realen Leben hat.